Wir haben schon gelesen, aber gut. Ja. Oh, es wird alles wie so blutig und eigenartig und. Der Zaun zieht sich zu. Wir sind gefangen auf einem Karussell. Das ist unser Doppelgänger. Nein. Jo, direkt mal einkassiert. So, die müssen wir jetzt hier mal erledigen. Sie hört sich so schrecklich an, wie sie aussieht. Und sie kann vor allen Dingen sehr gut... Nein, sehr gut blocken. Und das ganze Areal hier ist halt... extrem, würde ich sagen, unübersichtlich und eng. Man kann ja kaum ausweichen. Ich krieg ständig von ihr eine mit. Und ich wette, ich sehe auch schon, Sternchen. Naja, es lohnt sich jedenfalls schon, den ersten davon Der hat gesessen. Das ist schon mal sehr gut. So, dann laufe ich einmal hier ums Pferdchen rum. Scheiße, ich wollte mich nicht treffen lassen. Und da haut es auch schon wieder ab hier. Klar, ich bin voll an dir vorbeigelaufen. Warum treffe ich dich denn nicht? Komm bitte. Hau zu, Heather. Und jetzt. Verrecke. Wunderbar, die ist erledigt. Aber wer denkt, dass wir es geschafft haben, der wird gleich eines Besseren belehrt. Denn es kommt eine weitere Heather, die hier auch schon irgendwo rumstrunzen müsste. Da ist sie schon. Okay, pass auf, das machen wir anders. Sie schießt auf uns. Das tut relativ weh. Ich wechsle die Waffe und zwar probiere ich es auch mit einer Pistole. So. So. Aber sie ist saugut im Blocken und im Austeilen. Das ist eine sehr unangenehme Kombination. Also so von der Seite mache ich halt Scheiße. Einen Schaden oder so. Also ach man. Seht ihr, ich komme hier halt kaum an ihr vorbei. Und jetzt ich komme nicht an den Pferden vorbei und ich bin auch gleich tot. Oh, ey, das ist echt einer der schrecklichsten Bosskämpfe bis jetzt überhaupt. So, einmal getroffen. Okay, boah, ich weiß nicht, warum Heather gerade... okay, achso, sie hat, glaube ich, gerade nachgeladen. Der Bosskampf ist wirklich schrecklich. Sie blockt halt jeden Scheiß ab. Und ich komme nicht an sie ran. Probieren wir was anderes aus. Wie sieht es denn damit aus? Damit hatte ich auch einmal ganz gut. Das blockt sie einfach. Sie blockt es einfach. Sie blockt es einfach. Ich fass es nicht. Oh Mann, ey. Ich hätte es natürlich auch noch nachladen können.
So, einmal getroffen. Ja, man sieht halt auch nicht, wann einem hier irgendwas im Weg rumsteht. Hier so ein blödes Pferd zum Beispiel. Man, sie blockt. Man sieht nichts. Es ist im höchsten Maße frustrierend, ehrlich. Es ist ein richtig... Ich mag's nicht. Ich mag's hier nicht. Ich find's scheiße. Das macht echt keinen Spaß. Aber alles jammern hilft ja nichts. Man muss ja irgendwie hier durch. Genau, und ich lasse mich hier einfach mal treffen. Und sie blockt alles ab. Ja, komm, ey. Ich hab halt hier so keine Chance. So dauert's halt auch ewig. Ja, treff mich doch, wenn ich an dir vorbeilaufe. Und sie kann ich noch nicht mal mit dem Katana treffen, wenn sie einen Zentimeter vor mir steht. Das ist halt die... Guck da, ich bin nach links weggelaufen. Das kann nicht sein. Oh, bist du Ring und Piez mit anfassen hier, oder was? Mann, mach doch was! Mach doch irgendwas! Oh, ich komm nicht an sie ran, ey! Mann, wie muss ich nachladen? Ja, vor allen Dingen muss ich auch mal hier... Boah, ey. Ey, es ist unglaublich. Wirklich. Es ist unglaublich, wie scheiße dieser Bosskampf ist. Aber ich war so froh, dass ich den hinter mich gebracht hatte. Nein, nicht hier lang. Hier trifft sie mich. Na also, geht doch. So, die nächste... Da kommt noch einer. Und Moment, das rüste ich aber aus, das Teil. Denn das hat sich als ausgesprochen nützlich bei der nächsten Form erwiesen. Denn jetzt kommt nämlich eine Heather mit einer Eisenstange. So, so. Die. Ist etwas langsamer. Und lässt sich hier auch sehr viel besser treffen. Muss mal gucken, dass es neu immer schön aufgeladen bleibt, weil hiermit habe ich nämlich nur 4 Schüsse übrig. Ey, was? Ich stand doch hinter ihr. Warum trifft sie mich denn dann da? Nein, ich komme nicht am Pferd vorbei. Ich muss halt ausweichen, hinter sie kommen. Und nochmal, komm. Und nochmal, komm. Und jetzt weg. Wunderbar, wunderbar. Okay. So, jetzt noch einmal den ganzen Scheiß. Dann müsste ich auch gleich weg sein. Ja, komm, ich sehe nichts. Komm mal näher ran. Nein, voll daneben, ey. Komm hier. Und jetzt. Und jetzt nochmal. Jawohl! So, und der... Jetzt kommt noch eine Form. Und das ist die allerätzendste von allen. Und ich probiere es trotzdem nochmal hiermit. Mal gucken. Wo sie... Hier ist es schon. So, und... Ah, komm. Zack, komm, ich gebe dir einen mit. Damit lässt sie sich stunnen. Ich kann natürlich auch mal probieren, ihr hiermit noch einen mitzugeben. Moment, das war jetzt nicht so gut. Ich muss näher ran, das heißt... neu laden und... Ich probier's nochmal. So, und nochmal. So, und... Stopp, stopp, stopp! Andere Waffe! Andere Waffe! So, und jetzt... Probieren wir's nochmal hier. Warum wedelst du denn? Warum knüppelst du denn nicht von oben drauf? Das hast du doch sonst immer gemacht. Mann! Nee, ausrüsten. Komm, jetzt hier. Zack. Nochmal, zack. Geblockt, ey. Scheiße. Ich muss hier Energie. Boah, wenn die mich nämlich trifft mit der Waffe, dann ist sowieso Schluss mit lustig. So. Und jetzt. So, und jetzt kommt... Nein, nicht nochmal, Heather. Boah, Steuerung. Echt mal Riesendreck.
Nein, nicht wedeln! Och Mann, Heather, warum knüppelst du denn da nicht drauf? Nein, nicht wedeln! Nicht wedeln! Mann, ey! Ach, jetzt habe ich noch einen einzigen davon. Ja, rüste doch mal aus, ey! So, jetzt. Na, geblockt, ey! Dreckscheiße! Verfluchte Dreckscheiße! Nicht gut, gar nicht gut. Oh Mann. So, wir haben. Ey. Ja! Jetzt! Und. Jetzt nochmal! Nein! Jetzt nicht, jetzt blockt sie. Jetzt! Und nochmal. Und nochmal. Na, nachladen, nein! Ich habe noch 2 Schuss. Also, ich habe quasi verloren. Ja, hau mich doch. Und block alles. Genau, jetzt haut sie nochmal. Ja, das war's. Keine Chance mehr. Nein, rüste die Waffe doch aus, okay. Wobei, ich könnte es nochmal mit dem Katana probieren. Probier's nochmal mit dem Katana. So, jetzt zum Beispiel. So, nochmal schön in den Rücken. Und jetzt komm hier. Guck da, wenn ich schlage und die wegläuft, treffe ich die nicht. Aber sobald ich noch nur so irgendwie 10 Meter näher komme, trifft sie mich. Puh, geschafft. Oh, Alter. Oh Mann, ey, was ein anstrengender Kampf. Es wäre besser für mich zu sterben. Man braucht ja keine Angst davor zu haben. Dieses Kind, dieser Dämon. Wenn ich an den endlosen Schmerz denke, bei seiner Geburt, statt des Leidens und der Grausamkeit, die ich in diesem Krankenzimmer ertragen musste, will ich mir einen sanfteren und friedvolleren Tod gewähren. Warum sträube ich mich? Ich habe mich nie für einen solchen Narren gehalten. Alyssa. Es ist schon seltsam für mich, dich so zu nennen, denn du bist ich. Aber weißt du was? Du und ich denken unterschiedlich. Und nicht, dass ich mich nicht an das Krankenzimmer erinnere. Okay. Damit ist es offiziell. Wie Alyssa und Heather miteinander in Verbindung stehen. Mein Pad vibriert. Ich habe nämlich noch eine mitbekommen eben. Habe ich jetzt nur noch... Scheiße, ey. Ich will jetzt keine Pulle einsetzen, das lohnt nicht. Muss ich warten, bis ich irgendwie Energie bekomme. Befleckt vom Bösen dieser Welt halten wir unser Leid in uns. Nur du kannst unsere Wunden heilen. Morgens, nachmittags, abends und nachts rufen wir deinen Namen und beten für den Tag des wundersamen Abstiegs. Ich gebe dir uneingeschränkt meinen Körper und meine ewige Seele. Welche Dunkelheit mich auch befallen mag, ich werde sie mit dir an meiner Seite ertragen. Als Beweis deiner wundersamen Stärke führe unsere gehorsam und willigen Seelen auf den Weg ins Paradies, o Herr. Wir werden den Mächten der Versuchung nicht nachgeben, solange du in unseren Herzen bist. O Herr, rette uns mit deinem Erbarmen. O Herr, überschütte uns mit deinem Segen. O Herr, begünstige uns mit deiner Fülle. Es geht aufwärts. Da steht etwas auf der Tür. Die Tür ist das Tor, das zum Weg ins Paradies führt. Umschließe den Busen der Heiligen Mutter. Bekenne deine Sünden und empfange Vergebung. Der ewige Frieden kann dir gehören.
Okay, interessante Zwischensequenz. Wir sind auf jeden Fall endlich in der Kirche angekommen. Wir können uns ja ein bisschen umschauen. Was haben wir hier? Tarotkarte Augen in Nacht. Gibt es da eine Beschreibung zu? Falls irgendwen interessiert, ab hier ist es für mich übrigens auch wieder blind. Wo ist denn die Tarotkarte? Fand sie in der Kapelle, aber ist das eine echte Tarotkarte? Kannst du ja mal prüfen. The Eye of the Night. 22. Keine Ahnung. Können wir hier irgendwas finden? Schaut Heather irgendwo hin? Ja, sie schaut irgendwo hin. Was ist denn da? Nichts irgendwie. Ja, ich weiß, hier können wir abspeichern. Ich schaue mich trotzdem noch mal ein bisschen in der Kapelle um. Noch so ein paar Minuten. Mit der Orgel kann sie nichts anfangen. Sie weiß sowieso nicht, wie man spielt. Na, dann lass mal die Finger davon. Hier hängen eine Reihe Bilder an der Wand. Hier ist ein Tisch. Hier ist noch eine Tür. Hier kommen wir offensichtlich... Nee, Moment, hier kommen wir nicht her. Ist doch kaputt, die Tür. Kommen wir hierher? Was stand da? Hier bin ich richtig. Kein Grund, um... Achso, da kamen wir her. Gut, dann haben wir hier lauter Bilder. Sollen wir uns hier mal anschauen? Vielleicht schaue ich mich auch nochmal hier auf den Bänken um. Vielleicht liegt hier noch ein bisschen Munition. Oder was zum Heilen. Das wäre wirklich fantastisch. Ist aber nicht. na gut, dann... Ja, sollen wir uns die Bilder jetzt anschauen oder später? Können wir kurz einen Blick reinwerfen. Das scheint mir recht umfangreich zu sein. Das ist der Ursprung. Aha, am Anfang hatten die Menschen nichts, ihre Körper schmerzten und sie hatten nichts als Hass in ihren Herzen. Sie kämpften ohne Unterlass, aber der Tod ereilte sie nie. Sie verzweifelten gefangen in dem ewigen Morast. Na gut, okay, ich würde sagen, die Bilder schauen wir uns alle der Reihe nach mal in der nächsten Folge an, denn ich mache hier doch mal einen kleinen Schnitt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Silent Hill 3 und bis dann, ciao Leute.